Willkommen zu Sinomeric Live, Anwendungstechnik leicht verständlich erklärt. Unsere Videoreihe mit dem Ziel, Themen rund um die Sinomeric praxisgerecht und mit wenig Zeitaufwand zu präsentieren. Heute mit dem Thema Mandelflächentransformation mit der Sinomeric. Unsere Agenda für heute: zuerst Grundsätzliches zur Mandelflächentransformation, dann grundsätzliche Arten der Mandelflächentransformation und anschließend die CNC-Programmierung mit der Sinomeric auf der Drehmaschine und dann auf der Fräsmaschine und zum Schluss wieder unsere Praxis. Grundsätzliches zur Zylinder-Mandelflächentransformation, genannt auch Trazyl. Trazyl kommt aus dem Englischen und heißt Transformation Cylinder, also Bohr- und Fräsbearbeitungen auf der Mantelfläche eines zylindrischen Körpers in Form einer Zylindermantelabwicklung. Die Programmierung von Trazyl erfolgt im kartesischen Werkstück-Koordinatensystem. Das heißt, die Taschen, Nuten und auch die Bohrungen werden planar auf die herkömmliche Art in eine Ebene programmiert und die Steuerung übernimmt die Projektion auf den Zylindermandel. Das heißt, wenn das unser Zylinder ist und das soll mal unsere zukünftige Tasche werden, planar in der Ebene programmiert und wie gesagt, danach erfolgt die Projektion dieser ehemals abgewickelten Nut oder Tasche auf den Zylindermandeldurchmesser. Ein sehr anschauliches Beispiel für diese Trazylbearbeitung sind zum Beispiel die Herstellung von Blockflöten, hier die Bohrungen für die Tonhöhe. Diese werden im Trazylverfahren auf der Mandelfläche eingebohrt und auch die Flächen angefräst, die nötig sind, um die Flötenkontur zu erhalten. Trazyl ist eine Drehfunktion, kommt also aus der Drehtechnologie. Trazyl lässt sich sowohl auf Dreh- als auch auf Fräsmaschinen verwenden. Für die Drehmaschinen gilt, jede Drehmaschine mit angetriebenen Werkzeugen ist für die Mandelflächentransformation geeignet. Für die Fräsmaschinen: bei einer Dreiachsenfräsmaschine und der Installation eines Teilapparates, sprich einer, üblicherweise wird das dann eine A-Achse, ist auch hier uneingeschränkt die Mandelflächenbearbeitung Trazyl einmal mit und einmal ohne Nutwandkorrektur möglich. Aber dazu später mehr. Für die Fünfachsmaschinen gilt: Maschinen mit Rundschwenktischen oder gemischten Kopf-Tisch-Kinematiken eignen sich auch für die Mandelflächentransformation generell und durch das Mitziehen der Nullpunktverschiebung ist jederzeit ein prozesssicheres Arbeiten möglich, weil der Abstand zwischen Werkzeugspitze und Werkstück immer gleich bleibt, auch beim Schwenken. Nun, bei den Fünfachsmaschinen ist Folgendes zu beachten: dass die haben üblicherweise einen Rundtisch und das Werkstück muss zwingend in die Mitte des Rundtisches gespannt werden. Das heißt, das Spannmittel, das Werkstück aufnimmt, muss hundertprozentig in der Mitte des Maschinentisches sein. Und diese Spannmittel haben üblicherweise auch einen Zentrierzapfen oder andere Spannvorrichtungen, Zentrierfunktionen, die diese hundertprozentige Mittigkeit auch garantieren. Es gibt zwei Arten von Trazylbearbeitung: einmal Trazylbearbeitung ohne Nutwandkorrektur und einmal Trazylbearbeitung mit Nutwandkorrektur. Bei der Bearbeitung ohne Nutwandkorrektur erhalten wir Taschen und Nuten mit gebogenen Böden, aber die Wandungen sind schräg zueinander, also nicht parallel, sondern schräg. Das ist Trazyl ohne Nutwandkorrektur. Bei Trazylbearbeitung mit Nutwandkorrektur erhalten wir Taschen oder Nuten mit geraden Böden und parallelen Wänden. Das ist der Unterschied zwischen mit und ohne Nutwandkorrektur. Bei der Programmierung einer Nut mit parallelwandigen Wänden ist zu beachten, dass die Programmierung in beide Richtungen erfolgt, sowohl hin und auch wieder zurück. Also einfach nur rein und dann raus reicht nicht, sondern es muss vor und zurück die Kontur immer beschrieben werden. Durch die Programmierung der Mittelpunktsbahn der zu entstehenden Nut vor und zurück und unter Zuhilfenahme der Fräserradiuskorrektur G41 oder G42, sprich links oder rechts der Kontur, sind wir in der Lage, Nuten zu fertigen, die breiter sind als der
Fräser an sich oder der wirklich verwendete Fräser. Der Befehl offN beschreibt die halbe Nutbreite und aus dem Offset der Werkzeugverwaltung nimmt sich die Steuerung den realen physischen Wert des Fräsers, der zur Bearbeitung ansteht. Und nun hat die Steuerung alle Komponenten beisammen, um die Nut vollautomatisch berechnen zu können. Die Bohrbearbeitung bei oder mit der Trazylfunktion erlaubt das uneingeschränkte Verwenden der Bohrtechnologien, die uns in der Synomerik Operate zur Verfügung stehen. Ob Tieflochbohren, Gewindebohren, Reiben, Zentrieren oder das ganz normale Bohren mit und ohne Entspänen, es spielt keine Rolle. Alle Funktionen sind uneingeschränkt verwendbar. Beim Fräsen mit der Trazylfunktion erhalten wir in jedem Fall eine verzerrte Kontur. Hierbei ist es entscheidend, wo der sogenannte Referenzdurchmesser festgelegt wird. Wie auf dem linken Bild zu sehen, erhalten wir eine exakte Kreiskontur in der Abwicklung oben auf dem Außendurchmesser des Zylinders und eine Verzerrung im Taschengrund. Wenn die exakte Kreiskontur im Taschengrund liegen soll im rechten Bild, haben wir die Verzerrung dann oben auf dem Außendurchmesser der Tasche. Eine Verzerrung erhalten wir aber in jedem Fall. Es ist extrem wichtig festzulegen, wo die Verzerrung nicht sein soll. Und da muss dann auch entsprechend der Referenzdurchmesser liegen. Die Fräszyklen im Trazyl sind fast alle ohne Einschränkungen verwendbar. Durch die angesprochenen Verzerrungen in den Frästaschen ist deren praktische Anwendung jedoch begrenzt, zum Beispiel beim Gewindefräsen. Ein typisches Anwendungsbeispiel für Trazyl ohne Nutwandkorrektur sind die Walzen für die Herstellung von Blisterverpackungen. In unserem anschließenden Praxisteil zeigen wir die Fertigung von 4 Werkstücken, 2 auf der Drehmaschine und 2 auf der Fräsmaschine. Das erste Beispiel ist dieses zylindrische Teil. Hier werden ganz klassisch 3 Nuten in der Mantelflächenbearbeitung im Drehfräsen eingebracht. Und diese Trazylbearbeitung beinhaltet das Einbringen von 3 Nuten, jeweils um 120 Grad zueinander versetzt und entsprechend Bohrungen auf der Mantelfläche. Im Programm sieht das Ganze folgendermaßen aus. Nach dem Plandrehen und dem längsseitigen Überdrehen der Kontur wird die Kontur für die Nuten beschrieben, ganz klassisch im Sinne von einer ganz normalen, in der Ebenen programmierten Nut. Und diese wird dann mit dem anschließenden Zyklus des Bahnfräsens auf den Zylinder projiziert, sprich transformiert. Hier in diesem Bahnfräsen ist dann diese Funktion Trazyl, sprich Mantelflächenbearbeitung mit C-Achse, auswählbar. Und nicht nur das, man kann auch hier 4 verschiedene Varianten der Bearbeitung auswählen, angefangen von der besagten Mantelflächenbearbeitung C-Achse, auch Mantelflächenbearbeitung mit der Y-Achse und natürlich beides auch stirnseitig. Das heißt, ein Zyklus beinhaltet 4 verschiedene Bearbeitungsvarianten. Nach erfolgter Bearbeitung der ersten Nut rotiert über den C-Achsen-Rotationsbefehl das Bauteil um weitere 120 Grad zur Position der zweiten Nut. Die Bearbeitung erfolgt analog und dann die dritte Nut auch wieder 120 Grad, um die Kontur zu vervollständigen. Das Ganze natürlich auch beim Bohren und beim Bohren auch hier Auswahl Bohrtechnologie. Hier verbirgt sich auch dahinter dann das Bohren auf der Mantelfläche mit C-Achse oder eben mit der Y-Achse oder wie gesagt auch hier die Möglichkeit der stirnseitigen Bearbeitung.
Das zweite Beispiel zeigt das Fertigen einer Wendelnut auf der Mandelfläche, also einem zylindrischen Durchmesser. Und das kann man entfernt mit einem Gewinde zwar vergleichen, ist aber ein völlig anderes Prinzip. Die Wendelnut muss ja abgewickelt, also in der Länge programmiert werden, um dann der Steuerung zu sagen, lege das auf den Außendurchmesser. Das erfolgt nach dem bekannten Plan- und Längsdrehen mit einem Nutenfräszyklus. Davor sind aber noch einige Berechnungen nötig, um das besagte Beschreiben der Nut zu realisieren. Wir arbeiten hier mit R-Parametern. Das heißt, hier wird ein bestimmter alphanumerischer Wert in das sogenannte Offset, in den Speicher geschrieben. In dem Fall R1 ist dann der Winkel der Steigung. Und R2 ist in dem Fall definiert für die Berechnung der Nutenabwicklung. Und das Ergebnis, was hier errechnet wird, wird, wie gesagt, in den Speicher für R1 und R2 erstmal zwischengeparkt. Hier, und das ist jetzt das Besondere daran, im Nutenfräszyklus werden nicht alphanumerische Zeichen eingegeben oder Ergebnisse oder Werte verrechnet, sondern hier werden die besagten R1 und R2 Ergebnisse aufgerufen. Schauen wir uns das Fertigen und die Bearbeitung dieser Wendelnut live an. Die Funktion Trazyl kommt ja aus der Drehtechnologie. Wir zeigen, wie wir diese Funktion auch auf der Fräsmaschine verwenden können. Was wir aber auf der Fräsmaschine benötigen, ist mindestens eine Rotationsachse. Wir zeigen das Beispiel anhand einer 5-Achsen-Fräsmaschine. Das einfache Beispiel soll veranschaulichen, wie zwei gegenüberliegende Nuten auf der Mandelfläche eingebracht werden. Zuerst wird das Bauteil in die Fräsmaschine eingespannt, senkrecht, also vertikal, und danach kippt das Bauteil in die horizontale Lage, damit der Fräser dann die Nut fertigen kann. Danach rotiert das Bauteil um seine eigene Achse, um den Mittelpunkt herum, um 180 Grad, und die zweite Nut wird eingebracht. Das Programm hierfür ist im Program Guide geschrieben. Der erste Teil ist für die erste Nut, danach kommt diese mittlere Sequenz mit dem Cycle 800 im Schwenkzyklus und dem Befehl ATRANS C180. Das heißt, das Bauteil dreht um 180 Grad rum, um wie gesagt die zweite Nut fertigen zu können. Die Trazyl-Funktionalität funktioniert auf der Fräsmaschine, also analog wie auf der Drehmaschine. Auf der Drehmaschine haben wir uns die Fertigung einer Wendelnut auf einem zylindrischen Bauteil angesehen und nun fertigen wir eine Wendelnut auf der Fräsmaschine auf einem konischen Bauteil. Auch hier wird das Bauteil vertikal in die Fräsmaschine gespannt und wieder schwenkt die Maschine das Bauteil in die horizontale Lage, damit der Fräser dann die Wendelnut einbringen kann und dem Winkel oder der Steigung des Konuses folgen kann. Nun, die Fertigung einer Wendelnut auf einem Konus ist wesentlich anspruchsvoller, auch mathematisch viel anspruchsvoller als auf einem zylindrischen Bauteil. Und das Programm hierfür ist
in Hochsprache geschrieben, auch Parameterprogramm genannt. Es ist nicht in Shopmill, nicht im Program Guide und ganz wichtig, auch keine Ausgabe aus einem CAD-CAM-System. Mit der werkstattorientierten Programmierung Synumeric Operate können herkömmliche Bearbeitungen sehr einfach programmiert werden. Die Operate unterstützt mit praxisorientierten Dialogen optimal die Programmerstellung. Und bei Standardbearbeitungen können die Programmierer auf bewährte Technologien zur Bearbeitung bzw. Koordinatenumrechnung zurückgreifen. Der vorhandene Maschinenpark von Fräs- und Drehmaschinen kann flexibel genutzt werden. Das heißt, die für die Drehtechnologie typische Mantelflächenbearbeitung kann auch auf eine Fräsmaschine genutzt werden. Und Werkstücke, die eine Mantelflächenbearbeitung erfordern, sind meist komplex. Durch die einfache Programmierung können diese Bauteile effizient bearbeitet werden. Das war's von uns zum Thema Mantelflächenbearbeitung mit Synumeric. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Siemens. Ingenuity for life.